Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video dieses Jahres. Heute haben wir den, welchen Januar? Den 5. 6. Januar? Welchen haben wir heute? Den 10. Den 10. schon, na Gott, seht ihr. Erstes Video dieses Jahr. Es geht, wie ihr seht, um diesen wunderschönen Motor hier aus dem RS6. Wow. Yeah, swear to God, I'm with it. I don't see nobody in my lane. It's quite go get it like me. Wow. Please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah, 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 yeah. Say it gonna put me all in a mad with all that mad game you been talking. Einfach schon, ja, wesentlich weitergekommen. Da ist sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen. Und deswegen wollten wir euch ein bisschen was dazu erzählen. Aber vorher, was hast du denn so gemacht? Zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich war mit Familie. Zu Hause mit Familie? Ja, nur zu Hause. Ja? Und versucht eine neue Kamera zu finden. Ah, stimmt, deine Kamera war ja kaputt, ne? Ja. Ja, stimmt. Ja, ich habe mich auch ein bisschen, wir haben uns auch, glaube ich, alle ein bisschen ausgeruht, außer Christian, der arbeitet immer. Nee, ich habe auch viel geschlafen. Viel geschlafen, nee. Ja, ich glaube, wir haben uns mal alle ein bisschen ausgeruht und sind ein bisschen runtergekommen. Jetzt erst das erste Video und deswegen geht es jetzt auch gleich los. Also zuerst muss man ja erstmal sehen, dass an dem Motor wirklich alles sandgestrahlt ist. Ja, so ein Motor sieht im Prinzip vorher aus wie so ein, keine Ahnung, als wäre der wahrscheinlich unter Wasser gefahren die ganze Zeit. Die sind komplett verrostet, jede einzelne Schraube ist verrostet an so einem Motor. Es ist alles fast schwarz, also auch diese Ansaugbrücke ist nicht schwarz, aber so dunkelgrau kann man sagen. Ne? Auch die ganzen Anbauteile und so weiter und die ganzen Halter, die sind alle sandgestrahlt. Das heißt also, es sieht alles jetzt wieder aus wie neu, wenn nicht sogar besser als neu zum Teil. Weil selbst neu sieht es manchmal nicht so schön aus. Erstmal, da ist schon sehr viel Arbeit reingeflossen und sehr viele Stunden sind da vergangen. Das haben wir auch alles hier gemacht bei uns. Wir haben so ein Sandstrahlgerät. Ja, da sitzt man dann pro Teil immer so 1,5 Stunden oder so, bis es fertig ist. Und dann kannst du zusammenrechnen, wie lange das dauert. Aber wir haben gesagt, wir wollen es einmal richtig machen und einmal richtig schön. Der große Unterschied zu dem, glaube ich, letzten Mal, wo wir das kurz abgefilmt hatten, was man jetzt so sieht, man hat, glaube ich, auf Instagram haben wir mal kurz ein Bild gezeigt, ne, wie die Köpfe schon drauf waren. Der große Unterschied ist natürlich jetzt hier, wie man hier sieht, die Krümmer, ne? Die kannst du ja mal gucken. Das sieht immer so, wie ich schon vorhin meinte, ne? Das sieht immer so toll aus. Das ist dann alles so fertig und man denkt so, ja, toll, ne? Ist fertig, gar kein Problem. Aber ich glaube, Christian hat an den Krümmern, keine Ahnung, 2 Wochen gearbeitet oder so, oder? Wenn es überhaupt reicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, 2 Wochen waren das schon, ja. Also 2 Wochen hat es gedauert. Mit dem Auto, rein, raus. Genau, wenn man zusammenrechnet, ihr dürft ja nicht vergessen, das ganze Projekt geht ja schon eine ganze Weile. Das fing ja also damit an, dass dieser alte Motor, so wie er war, rausgebaut wurde. Dann wurde halt eben geguckt, was passt da wie rein? Wie gehen überhaupt diese riesigen Turbolader da rein? Weil man hat wirklich, also ich meine, hier muss ich vorstellen, hier ist die Spritzwand und hier ist überhaupt gar kein Platz. Das Christian erstmal so gemacht, dass das Ding ausgebaut hat, wieder eingebaut, wieder ausgebaut, wieder eingebaut. Dann hat er eine Zeichnung gemacht, dann hat er was angepunktet, wieder ausgebaut, wieder was angepunktet und. Und das ging dann halt ewig. So, da hat man natürlich in der Zwischenzeit viel zu tun, viele Projekte, weil wir müssen ja auch noch ein bisschen Geld verdienen. müssen wir auch noch. Ja, und das bringt ja so an sich kein Geld, sondern das ist ja im Prinzip eigentlich nur für euch jetzt hier, für uns, für den Spaß und dass man ein bisschen was präsentiert und weil wir einfach Bock drauf haben. Ja. Und jetzt war ja zwischen Weihnachten Neujahr und davor war ein bisschen Zeit und jetzt war auch ein bisschen Zeit, jetzt Anfang Januar, das mal ein bisschen so weiterzuführen. Der Krümmer ist jetzt soweit fertig, wie ihr seht. Das sieht normalerweise auch nicht so aus, sondern wenn das fertig geschweißt ist, wir zeigen mal ein Bild, wie das aussieht. Dann sieht es halt eben so aus. Man sieht die Schweißnähte, man sieht diese ganzen Hitzeverformungen oder Verfärbungen vom Schweißen. Dann ist es ja so, dass Christian es ja nicht nur von außen schweißt, sondern es wird ja auch, das war auch eine Frage, die mir ein paar Leute gestellt haben, wurde der auch formiert? Ja, er wurde formiert. Von Christian. Genau, und was wird da genau gemacht? Da ist eigentlich nur, da wird ein das gleiche Schweißgas quasi von innen durchgeströmt wie von außen. Das ist ja mit Wick. Dementsprechend haben wir jetzt quasi einen Brenner, hier strömt ein Gas raus, dass die Naht halt keine Luft bekommt und sich dadurch nicht verfärbt. Oder halt von außen machst du halt Gas, um das Material zu schonen, dass keine Luft reinkommt, weil die Luft macht quasi das Material wieder kaputt. Und das gleiche machen wir von innen. Dementsprechend der Kanal wird zugeklebt. Dann kommt auf der einen Seite ein Schlauch rein, der ist an der Gasflasche mit dran. Und dann strömt quasi das Gas innen auch nochmal durch. Und dementsprechend sieht die Naht innen dann genauso aus wie außen. Genau, und das ist halt das Besondere daran, natürlich jeder Profi so genauso macht, aber so machen wir es eben auch. Ne? Also ist jetzt nichts Besonderes, sondern das gehört eben dazu, das ist einfach selbstverständlich. Es gibt aber auch Leute, die ganz anders arbeiten und dann sieht es halt scheiße aus. Und das ist von hinten eben auch, wie gesagt, für die Strömung nicht so gut und so weiter. Dann reißen die Krümmer, ist auch besonders dickes Material, also jetzt nicht die, was ist das für eine Wandstärke? 2,6. Also auch ziemlich dick, weil musst du hier, guck mal, hier hängt ja auch der Turbo dran, das darfst du nicht vergessen. Die Turbos sind relativ groß. Die können laut TTE ungefähr 1200 PS, wurden auch, glaube ich, schon mal ausgereizt
Und wir wollen ja komplett ausreizen. Ja, wir wollen ja Ü1000, das war ja das, was wir gesagt haben. Und deswegen auch dieser ganze Aufwand. Also es ist natürlich wirklich viel Aufwand. Wo wir so ein bisschen das Nadelöhr gesehen haben, wir glaube ich vorgestern darüber gesprochen, ist die Ansaugbrücke. Da gibt es aber jetzt erstmal noch keine andere Lösung. Christian hat rausgefunden, dass wir die Zusatzwasserpumpe woanders hin packen können, ne? Die ist sonst ja, hier drunter. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben, ja. Ja, genau. Die ist normalerweise hier unter der Ansaugung. Da könnte man dann, wenn es nicht reicht, das heißt also dann, wenn wir jetzt merken, auf dem Prüfstand, das reicht alles nicht aus, dann könnten wir im Prinzip nochmal eine Ansaugbrücke bauen, was aber wieder sehr, sehr viel Aufwand bedeutet. Deswegen, wir probieren es erstmal mit dieser Ansaugbrücke, weil sie sieht auch, die passt auch perfekt rein und sieht auch schön aus, wenn sie gestrahlt ist. Wir gucken mal. Beim RS4 gibt es da Lösungen. Ich bin immer so ein bisschen erstmal schauen, was bei rauskommt, weil du weißt es halt nicht. Klar, man kann immer vorher schon alles größer machen, aber wenn man es nicht unbedingt braucht, dann muss man es auch nicht unbedingt machen. Torus hast du ja schon gesehen, ne? Ja. Das sind ja diese, hat ja auch schon ein paar Mal gezeigt, das sind ja diese, mit dieser schönen, sag mal, Diamant, mit diesem Diamantschliff, ne? Ja, sieht cool aus, sieht man es natürlich nie wieder, weil hier ist die Spritzwand, hier ist vorne und da unten kann keiner reingucken. Also du siehst maximal noch ein bisschen Abgasgehäuse und das wirst du nie sehen, ne? Aber okay. Ist natürlich ein schönes Goodie und sieht natürlich auch ziemlich geil aus. Das Besondere ist halt, normalerweise passt in dieses Auto maximal ein K24. Ja, auch schon mit eng. Ja, genau, mit ganz eng und so weiter. Ein K24 passt da maximal rein. Da gibt es dann verschiedene Ausbaustufen. Kollegen von uns haben da die größte Ausbaustufe, die wird auch im Porsche verwendet. Da wird es dann mit 1000 PS dann schon knapp. Also ich glaube, die 1000 erreicht man damit schwierig, oder? Hat alles dann schön klein Eis und ein bisschen. Wird auch sehr, sehr warm. Genau. Und deshalb halt, war das halt so unglaublich aufwendig, diese Torus da reinzubekommen. Und wir müssen dann auch nochmal gucken, wenn er erstmal drin ist, ob das alles, aber eigentlich sollte es so passen. War ja schon so drin, habe ich das angepasst. Ja, war schon angepasst. Also, aber es ist wirklich, also alle, die sich mit diesem Auto auskennen, die wissen das. Es ist wirklich was Besonderes, diese Torus hier reinzubauen. Das ist nicht selbstverständlich. Am Anfang haben mich auch ein paar Leute gefragt, warum nimmst du nicht die Krümmer A und B von dem und dem Hersteller, weil es einfach nicht geht. Also du könntest zwar hier bis hier oder so, hättest du die nehmen können, aber es ist dann ein Rumgefrickel, bis du dann da bist. Also deswegen baut man die lieber gleich komplett selber. Und dann ist es gut. Das ist auf jeden Fall schon mal. Und bei den Ladern haben wir jetzt auch, der eine ist normal drehend, der andere ist reverse. Deswegen sehen die auch schön gleichmäßig aus. Ja. Normalerweise wäre der andere Lader jetzt im gleichen Abgang. Dementsprechend hat man da auch wieder weniger Platz. Mhm. Also der Krümmer ist dann anders gefahren. Also der wäre dann so, dann würde es hier lang gehen. Ne? Ja, und so hast du jetzt mehr Platz. Auch schon ein bisschen vorgedacht, also schon ganz cool so. Also so viel erstmal zu den Abgasen und zur Aufladung. Also da sind wir schon mal so weit, dass man hier sagen kann, okay, hier muss noch ein Stückchen Alu geschweißt werden. Ne? Hier siehst du ja immer, das ist immer der Prozess. Das wird dann zusammengeklebt. Das wird erstmal zugeschnitten, dann zusammengeklebt, dann wird es zum Schluss gepunktet und dann wird es zum Schluss zusammengeschweißt. Ja, warte mal kurz, er sagt das immer so easy peasy. also mal so ein bisschen Ansaugung bauen. Also mal schnell so ein bisschen kleine Einzelstücke, die Teile erstmal zu schneiden, ist schon mal eine riesen Action und ist schon. Gar kein Platz bei dem Auto. Ja, einfach kein Platz. Wie lange hast du immer geschnitten so? Wie lange hast du immer so gebraucht zum Schneiden? Da kannst du mit der Bandsäge machen, da dauert es ein bisschen länger. Ich habe aber so eine Metallkreissäge quasi, da geht es schon ein bisschen schneller. Da kannst du schon ein paar Teile durchrocken. Und das ist nämlich das, was ich zum Anfang des Videos meinte. Das steht jetzt so da, wie bei allen anderen ja auch, aber man vergisst immer, wie viel Arbeit es dann wirklich ist. Ja. Und man selber vergisst es aber auch, ehrlich gesagt. Wenn das Ding dann erstmal fertig ist, dann denkst du da gar nicht mehr dran, wie viel Arbeit es eigentlich war. Deswegen will ich das mal alles ein bisschen, dass ihr das mal so seht, was da so los ist. Ja, so viel erstmal dazu. Dann ist natürlich das, was jetzt das Besondere ist, was ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt habe, das möchte ich aber trotzdem nochmal sagen, dass wir hier Kupfer-Kopfdichtung haben, die extra angefertigt wurden, weil wir diese Schneidringe haben, um besser abzudichten. Die sind eben aus Stahl. Ne? Was eben auch noch nicht, glaube ich, beim letzten Mal zu sehen war, war auch, dass die Nockenwellen schon drin sind und eingestellt sind. Also Christian hat die auch schon eingestellt. Die war letztes Mal nicht drin. War letztes Mal nicht drin, ne? Nee. Deswegen, also jetzt, die Nockenwellen sind jetzt schon drin und sind auch schon eingestellt. Das sind jetzt hier CAD-CAMs mit 267er Nockenwellen von CAD-CAM sind es. 267 Einlass, 263 Auslass oder so ähnlich mit 10 mm Hub. Vom Hub hast du ja schon erklärt, haben wir schon vorhin gesprochen, da geht nicht ja, so viel mehr. Ja, nicht so viel mehr, ja. Ja, genau. Da sind wir auch durch die Feder eingespannt, also da geht nicht viel mehr, weil die sonst auf Block geht. Ja, ja, klar. Wieder Einbaulänge von der Feder. Da geht eben dann von der Bauart eben halt nicht mehr, aber wir haben aber Einlassventile, die sind glaube ich, wie viel größer, plus 3 oder plus 2? Das sind ja diese vom Sauger, ne? Wir haben die Turboköpfe quasi auf Sauger umgebaut, das sind
Müssen wir selber nochmal gucken. Ja, auf jeden Fall ist egal. Auf jeden Fall so groß, dass da nicht mehr geht. Das ist wirklich Maximum, was überhaupt geht. Wir haben jetzt hier auch die Schmiedekolben drin von FCP. Die haben eine Verdichtung von 8,5:1. Serienmäßig hat der Motor 9,8:1. Dadurch, dass wir aber noch geplant haben und so weiter und so fort. Der Brennraum ist auch noch bearbeitet. Der Brennraum ist auch bearbeitet. Ja, der Brennraum ist auch noch bearbeitet, genau. Da sind wir so bei vielleicht 9:1 oder 8,8:1 oder sowas. Ne? Auf jeden Fall ist die Verdichtung stark reduziert, dass wir hier halt auch die Leistung fahren können. Ja, was gibt es noch zu sagen zu dem Motor? Ja, was also selbstverständlich ist, halt, dass alles wirklich neu kommt. Ne? Alle Riemen und so weiter und Wasserpumpe spielt da und das muss halt alles neu sein. Wie viel Hubraum hatte der jetzt nochmal? Der hat knapp 4,2 Liter. 4,172. Ja, also er hat so 4,2 Liter halt Hubraum. Ne? Und der Hubraum ändert sich ja auch nichts. Der hat ja, glaube ich, 84,5. Das ist, glaube ich, die Bohrung. Und der Hub ist 93 mm. Und dadurch ist es ein Langhuber natürlich. Aber halt durch die Bohrung entsteht dann halt dieser Hubraum. Nochmal hier zu dieser Paste, die jetzt dazwischen ist. Diese rote, wofür war die? Ja, das ist einfach nur Montagepaste. Also. Gibt's. Also das ist halt... Normalerweise bei den ganzen Motoren, die wir jetzt quasi ausbauen, wieder einbauen, kann man ganz normales Öl nehmen. Dadurch, dass der Motor jetzt aber ein bisschen länger steht, ist es mit dem Öl immer das Problem, dass es aus den Lagern wieder rausgeht. Und dann hast du an den Stellen, wo du sein sollte, keine Schmierung. Und beim Erststart ist das dann doof. Wenn das Teil jetzt, sage ich mal, eine Woche oder zwei steht, ist kein Problem. Aber alles, was länger als 4 Wochen steht, sollte man diese Montagepaste nehmen. Genau. So, jetzt habt ihr erstmal ein Upgrade zu dem Motor. Das ganze Auto wird ja auch noch fertig. Also wir wollen sehen, dass wir jetzt in den Wintermonaten auch diese ganzen Karosseriearbeiten machen. Da muss ja nicht viel gemacht werden von der Karosserie her, weil die war okay. Der Lack muss komplett aufbereitet werden. Der ganze Innenraum muss noch raus. Das zeigen wir euch auch alles noch komplett. Da muss ja dann, weil da kommen ja dann die Pole Position rein, die Sitze. Was? Das ist halt die Paste, die ist halt ein bisschen dicker, ne? Einfach nur für die Schmierung. Genau. Die Schmierseife. Die ganzen Sachen, Innenraum und so weiter, die kommen ja auch noch. Ich habe ja einiges eingekauft, was da noch rein muss. Dann kommt natürlich das Getriebe noch ran, das Schaltgetriebe. Das ist ja das Getriebe aus dem Diesel, aus dem 2,5 TDI. Da haben wir zur Not dann auch zwei vielleicht oder vielleicht kaufe ich noch ein drittes oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall wollen wir ja dann beim Viertelmeile-Event dabei sein oder bei einem Viertelmeile-Event dieses Jahr auch mit dem Auto. Und halbe Meile, Entschuldigung. Ich bin noch, ist das erste Video, sorry. Halbe Meile. Viertelmeile lieber nicht, weil es geht dann sofort kaputt. Halbe Meile machen wir auch, ist kein Problem. Wir haben ja einen guten Mechaniker. Viertelmeile meinst du jetzt wieder. Siehst du, wir kommen durcheinander mit halbe und Viertelmeile. Ja, egal, wie auch immer. Also halbe Meile wollen wir mitfahren. Wir wissen halt nicht, ob das Getriebe dann hält. Das muss man halt gucken. Wird nicht halten. Ja, aber ein paar Mal, müssen wir halt sehen, ob es hält. Ein paar Mal, ja. Ein paar Mal und wenn es dann kaputt ist, wie gesagt, man kann es halt dann noch verstärken, aber dann ist eben irgendwann Schluss. Wir müssen halt wirklich im Drehmoment aufpassen, dass wir da nicht zu viel machen, weil, wie gesagt, die Turbolader hier, die können was. Und jetzt kommen wir zur Weihnachtsverlosung. Habt ihr alle fleißig mitgemacht. Wir haben das Ganze ausgelost und hin und her. Und Generator und ja. Was? Zufallsgenerator, ja, der Hund zwischendurch, habt ihr gesehen. Ja, ein Zufallsgenerator und wir sind gekommen auf Jonas XST. So ist dein Instagram-Name, Jonas. Melde dich bei uns, dann machen wir einen Termin und dann machen wir noch ein schönes Video mit deinem Auto und mit dir zusammen und freu dich drauf. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao. I'm just saying in the land, guess I'm back in high demand. In my coin from Japan, but I drive it like I ran from